Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es eine weitere Nameless Sorte im Review für euch. Es handelt sich um den Sunny Chai. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. Hello. Und hinter den ganzen Rauchwolken sind wir wieder am Start. Rauchverhalten können wir damit, glaube ich, direkt als erstes abhaken. Ihr seht schon die Wolken. Absolut krank, was da an Qualm rauskommt. Es handelt sich hierbei um einen Zitrone-Schwarztee-Tabak. Das hört sich schon mal sehr, sehr nach meinem Fall an. 15,90 € kosten die 200 Gramm noch. Nameless erhöht aber gerade auf 16,90 €. Ist, denke ich, immer noch okay. Ihr seht Schnitt und Kopfbau jetzt im Schnitt und Feuchtigkeit jetzt im Kopfbau. Schnitt ist schön fein, sehr angenehm, wenig Ästchen. Molasse ist sehr, sehr gut aufgenommen. Keine überschüssige Molasse in der Dose. Also wirklich optimal, gefällt mir sehr, sehr gut. Und von der Tabakqualität schon mal ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, Warren riecht mal dran, kommt zum Geruch und ich würde sagen, ich gönne mir noch so ein paar Wölkchen. Also man darf es auf jeden Fall jetzt nicht falsch verstehen, was ich als nächstes sage. Aber das erste Mal, wenn man die Nase reinhält, erinnert das einen etwas an Klostein. Definitiv nicht falsch verstehen, das ist einfach so eine unheimlich gute Zitronennote. Unheimlich guter Klostein. Nein, es ist ich weiß, was definitiv nicht falsch verstehen, aber es riecht einfach so. Also als ich das erste Mal meine Nase reingehalten habe, dachte ich mir so, okay, krass. Aber es riecht halt trotzdem gut. Also es ist sehr, sehr frisch. Ja, und es riecht sehr süß, aber auch herb. Also so eine Mischung aus beiden. Also ihr habt auf jeden Fall im Nachgeruch so eine Mischung von herbem Schwarztee dabei. Gefällt mir ziemlich gut. Die Zitrone ist halt, ja, süß und auch wieder sauer. Also es ist einfach alles dabei. Für mich im Vordergrund ist auf jeden Fall die Schwarztee-Note. Es ist so, als hätte jemand so einen kleinen Schuss Zitrone in euren Schwarztee reingepackt. Ich finde, es schmeckt nicht zu sehr nach Bergamott, sondern hat eine schöne Teenote. Ich meine, viele Schwarzteesorten schmecken einfach nur nach Bergamott, also nur nach diesem typischen englischen schwarzen Tee, Grey. Ich finde es sehr, sehr gut abgewogen hier, beziehungsweise sehr ausgewogen, wie die Noten so zusammenspielen. Gefällt mir auf jeden Fall gut vom Geruch. Ja, Rauchentwicklung, wie gesagt, am Anfang schon abgehakt. Im fluffigen Overpack, wie ihr im Kopfbau schon gesehen habt, in der Hookah John und Somo Harmony Bowl mit zwei Kohlen in der Smokebox und das Ding läuft unglaublich gut. Also kranke Wolken. Ich glaube, ja, zum Rauchverhalten von Nameless muss man damit eigentlich nie wieder was sagen. Ist einfach abnormal gut. Wie findest du denn den Geschmack? Beim Geschmack habt ihr auf jeden Fall eine sehr geile Schwarzteenote. Die Zitronennote ist weiterhin auch da, aber der Tabak ist auf jeden Fall nicht süß. Er ist sehr herb, deshalb habe ich den zu Hause auch meistens immer mit irgendwas Süßem gemischt, wie zum Beispiel den African Queen. Der hat einfach perfekt reingepasst, weil er halt knallig süß ist und dann gleichzeitig mit denen, dann habt ihr wieder so, dann findet ihr so eine schöne Mitte zwischen süß und herb. Gefällt mir aber trotzdem ziemlich gut, auch alleine raucht er sich ziemlich gut, also rauchtechnisch kann man sich gar nicht beschweren, geschmackstechnisch überhaupt auch nicht. Also es ist eine sehr, sehr gute Note, sehr gut umgesetzt und wer auf herbe Noten steht, wird da auf jeden Fall seinen Tabak finden. Ja, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr richtig, es ist definitiv kein süßer Tabak, aber schwarzer Tee und Zitrone an sich sind ja auch definitiv nicht süß, sondern eher herb und vielleicht so ein bisschen spritzig frisch. Und ich finde auch genau das ist der Tabak. Ihr habt wieder eine interessante Schwarzteenote am Start, die sich krass abhebt von anderen Schwarzteesorten. Er ist ein herber schwarzer Tee mit einer leckeren, spritzigen, frischen Zitrone. Wie das auch schon so im Geruch rüberkam, ist die Zitrone eher im Hintergrund. Alleine rauchen würde ich den, glaube ich, auch seltener. Soll jetzt nicht heißen, dass der Tabak an sich schlecht ist. Er ist relativ gut, aber ich würde mir da auch noch so das ein oder andere, ja, Geschmackserlebnis bei wünschen, im Sinne von noch einer anderen Frucht, die ich da gerne dazu mischen würde. Für mich könnte auch definitiv noch ein bisschen Minze dran passen. Also, was heißt passen? Passen an sich zu Tee nicht so gut, aber ich würde den gerne häufiger mit Minze rauchen. Vielleicht könnte man da ja irgendwie noch einen Sunny Chai Nana oder sowas rausbringen oder einen Sunny Nana. Wäre auf jeden Fall sehr interessant.
Ich finde, es ist eine der besseren Nameless-Sorten, aber natürlich nicht die beste. Da wisst ihr ja, glaube ich, schon, welche uns am besten gefällt. Ich würde dem Tabak 7,5 von 10 Sterne geben, einfach weil ich mir wünschen würde, dass da vielleicht noch das ein oder andere bei wäre. Aber an sich ein solides Paket und Top-Tabak, Top-Rauchverhalten, deswegen auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, von mir auch die 7,5 Sterne, einfach deswegen, es ist kein Tabak, den ich wirklich alleine rauchen würde. Also immer was zum Mischen und so weiter, und wir bewerten ja eigentlich das, wie der Tabak jetzt gerade ist. Und von daher, ja, 7,5 Sterne trifft es eigentlich ziemlich gut, weil der ist sehr schön zum Mischen, aber eben alleine würde ich den nicht jeden Tag rauchen. Ja, dann sind wir uns da ja relativ einig. Also definitiv ein Tabak, den man mal probieren kann. Definitiv ein guter Tabak, um den mit anderen leckeren Tabaksorten zu mischen. Deswegen 7,5 Sterne von der Shisha WG. Und das soll es dann für das Review auch wieder gewesen sein. Schreibt uns gerne mal eure Lieblingssorten von Nameless oder wie ihr diese Sorte findet unten in die Kommentare. Lasst ein Abo oder einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG. Ciao.